einfach zusammen. Ich halte dich im Arm, Sonnenuntergang. Und wir gehen heute Nacht bald. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Abenteuer vom Reiterhof 5. Und wir suchen immer noch irgendwas, mit dem wir kurbeln können. Erstmal aufs Pferd. So, und wir haben einen Weg also rausgesucht. Und wo geht ihr lang? Wo müssen wir hin? Zum Brunnen wieder. Moment, da, wo der Brunnen keine Kurbel hat, oder was? Genau. Ach, dieses Schild. Damit wir mal dem Weg gescheit folgen können. Genau, wir waren beim letzten Mal da, wo wir hingelockt worden sind. Nachdem wir da hingelockt worden sind. Und jetzt auf dem Weg zum... Weiter. Aha, über die Brücke war das, ne? Über zwei Brücken musst du gehen. Genau. Über zwei Brücken gehen. Ziehe nicht über los ein. Ach nee, zieh nichts über... Ach, ich bin so verwirrt. Hält jetzt nicht. So. Ich möchte die Magd umbringen. Die Magd? Ja, egal. Wir ziehen nicht über los und die Magd und die Katze. Katze. So, längs dann da vorne. Jetzt sind wir gleich da. Jetzt dann geh mal kurz. Wieso nicht Katze? Wo ist die Katze? Dann muss sie suchen. Stopp, okay. Und jetzt reite zurück. Wieso? Okay. Vom Brunnen weg auf die Hauptstraße. So, jetzt sind wir auf der Hauptstraße. Das ist die Hauptstraße. Ich stehe. Zuerst nach rechts. Da kommen wir doch her. Genau, ich muss nur, dass wir genau den Weg gehen. Dann beim zweiten Weg... Warum bin ich jetzt stehen geblieben? Genau. Oh Gott. Beim zweiten Weg eins. Dann beim zweiten Weg zwei. Nach links abbiegen. Beim zweiten Weg nach links abbiegen? Oder da zwei. Beim oder nach dem zweiten Weg? Dann beim zweiten Weg. Ja, das wäre der hier. Oh, Entschuldigung. Wenn du schon dir Pläne raussuchst, dann bitte auch richtig. So, und dann? Nach links. Dann bin ich auf der Insel. Und da ist dann so ein Haufen. Steigen Sie ab. Oh. Da konnte man drücken. Ja, jetzt chill dich doch mal. Ich muss auch erstmal hier dahin, dass es wieder ins Dings kommt. Ach, ich kann nicht rückwärts reiten. Das ist auch ein... Dass man das Pferd, man kann es nicht rückwärts hinrichten. Hinrichten? Ja. Ja, du willst es hinrichten. Ich will es rückwärts hinrichten. Ja. Absteigen. Oh, strong. Ach so, strong, ja. Verzeihen Sie. Was trinkst du denn? Hier ist vor kurzem gegraben worden. Das sieht man. Ach so, okay. Okay, dann holen wir die Schaufel. Die weiß ich noch, wo die ist. Ich weiß, wo die Schaufel sein Auto links geparkt abbiegen. Hat. Das weiß ich. Und dann rechts. Bei den ersten Weg rechts. Ja, das hätte ich auch ohne deine komische Tipps hier gewusst. Entschuldigung. Besserwisser. Ja. Hier. Ja. Wo ist die Kurbel? Wieso ist da ein Loch? Wieso kann ich mein Pferd nicht hin? Oh, und du kannst nicht reiten. Thomas. Ruhe. Oh. Ganz, ganz ruhig. Nimm's. Ja, chill dich doch Wo mal. Wo haltest du denn hin? Chill mal dein Pferd, Digga, Alter. Take it. Ich kann's nicht taken, ich muss erst absteigen. Strong. Ja, ich bin doch schon ganz strong. Meine Güte. Bist schon ganz strong? Ja, ich bin schon sehr strong. Eine verrostete Schaufel und sie macht so, hö? YOLO. Jetzt wieder zur Insel. Ja. Weißt du, wo lang? Ich weiß, wo die Insel ist. Gut. Da komme ich doch gerade her. So einfach war wir hier. Das war schon... Jetzt reitest du wieder dahin. Ja, da geht's nach links, ne? Ja. Ich wollte wohin. Ja, ich weiß auch wohin. Da runter und dann da einmal ums Eck. Und dann bin ich schon da. So schnell geht's. Geht das jetzt weg? So schnell geht's. Ja, so schnell geht's. Genau. Und dann hier noch rum. Und einmal nach rechts herum. Links herum. Ach, diese Schilder, ne? Das geht das ja so ein offen. Also wirklich, vor allem, dann sollen sie einen halt dran... Warum machen sie denn die überhaupt hin? Also, ja, vor allem, du kannst da eh nicht so viel damit anfangen. Es ist einfach nur witzlos. Bleib stehen jetzt, Mädchen. So. Kombinieren Sie. Schaufel. Eine Holzkurbel. Benutzen. Eine Holzkurbel. Sie hat jetzt ausgegraben. Und jetzt kurbeln wir da beim Bahnhof da die Dinge hoch. Beim Bahnhof, genau. Beim Brunnen. Fängt auch mit B an. Man, ja, sollten wir uns nicht auf irgendeine Insel treffen? Wieso haben wir jetzt verschiedene Karten mit verschiedenen Hinweisen?
Ich will nicht mit Miguel in irgendeine scheiß Höhle. Muss ja, glaube ich, in keine Höhle. Oh, er hat doch gesagt, ich soll in irgendeine Höhle gehen. Ich glaube, daneben erst ist halt eine Höhle. Erst bevor du das Licht sehen kannst, musst du durch das Dunkel gehen. Ach so. Das ist ja wohl ein Hinweis. Vielleicht nur damit auf ausdrücken, Ekel, dass man erst dafür durch das Dunkle gehen muss, weil... Schwanger. Du musst stehen bleiben. Ja, und ich muss mich schützen. Somit kauft was zum Verhüten. Ja, gegen Miguel hilft auch sowas nicht. Auch nicht beenden drücken. Was habe ich denn gemacht? Dann hast du auf die Kurbel geklickt, dann hast du auf beenden gedrückt. Oh, ja und? Es liegt doch das drin, ein Kartenstück. Und noch eine Botschaft. Wie klein bin ich in deiner Gegenwart. Ohne dich zu rühren, hast du Jahrhunderte überdauert. Du brauchst mich nicht, doch dein einziges Auge weist den Weg zu freundschaftlicher Wärme. Warum muss das alles nur so kompliziert sein? Irgendwas mit der Sonne. Oh, er scheint magnetisch zu sein. Einen sehr großen Einen Baum. Einen sehr großen Baum. Und das ist mein... Ah, ist es das, wovon das Astloch war? Oh, aha, aha. Oh. Aha. Oh. Oh. Oh lala. Sehr vorbildlich übrigens, dass sie sich für jeden Scheiß 3 Meter, die sie reitet, den Helm aufsetzt. Sehr, sehr vorbildlich. Ja, das ist wirklich wow. Ich bin immer wieder beeindruckt von Flora. Ich bin, ich lese doch gerade das eine Buch, ne? Du liest ein Buch, ja. Ich lese ein Buch. Okay. Und da ist, es geht auch um Reiter und die reiten, also auf Bildern, ist da immer kein Helm drauf. Ja? Ja, die reiten immer ohne Helm. Ja, gibt ja viele, die ohne Helm reiten. Ja, wenn sie auf die Fresse fliegen, ist cool. Der Stamm des Baumes ist ein Loch, aber es ist zu tief, um es mit der Hand zu erforschen. Sie will es mit der Hand erforschen. Kann ich dann nicht... Das ist echt ekelhaft. Irgendetwas ist ein Stein. Magnetstein. Es ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel? Er sieht sehr alt aus, wie der Kram bei diesem Antiquitätenhändler. Und noch eine Karte. Ich sollte eine Sammlung aufmachen. Sie trägt eine Inschrift. Erleuchte den Pfad, der dich zu uns führt. Was ist denn das jetzt schon wieder? Erleuchte den Pfad, der dich zu uns führt. Da müssen wir irgendwie ein Licht anmachen. Wie viele Karten wir hier kriegen? Guck mal, was... Oh! Was ist das eine da, was ist da steht? Ist das nicht der Baum? Und ist das nicht die Sonne? Nee, das ist nicht der Baum. Das ist nicht der Schlüssel? Mach mal weiter. Ich will das mal da sehen mit dem Fleck. Also... Mit dem Fleck? Da ist ein Fleck. Das Gelbe. Nee, grün. Oh. Oh. Mach mal. Gleich Führerschein abgeben. So, das ist doch der Baum, oder nicht? Der Baum ist das da. Weil der hier Baum die Hütte ist das da? Ja, weil hier die Hütte ist. Ah, also müssen wir jetzt dahin. Genau, also wieder raus. Raus, rechts herum, oder... Und dann, eigentlich immer rechts, also eigentlich immer rechts. Rechts herum. Rechts, immer rechts. Das ist, passt ja auch, denn... wir sind ja in China, nicht in Japan, ne? Ja. Gut. Bei den Chinesen weiß ich jetzt nicht, wie die sich im Zweiten Weltkrieg so... Ehrlich gesagt. Aber die, glaube ich, waren dann... Weil ja Kommunist mehr auch dem Nationalsozialist ähnelt wie... Ist ja auch egal. Ja. Oh. Bleib halt nicht immer hängen. Weißt du, wie sie halt immer hängen bleibt? Mhm. Manchmal ist es wirklich richtig ätzend, dass diese Storyteile so richtig scheiße sind. Die sind manchmal so lang und du weißt nicht, was du tun sollst. Und dann bist du voll im Arsch und dann kommst du nicht weiter. Ja, und dann kannst du nicht speichern. Und dann alles ist zum Kotzen. Genau. So. Aber wir haben es ja schon gelöst. Ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig. Ich glaube schon. Oder kann ich abkürzen? Mhm. Ich liebe es, wenn ich irgendwo abkürzen kann. Ich glaube da auch nicht, oder? Doch, da kannst du. Oh, warte, nicht so schnell. Oh, das schaut gut aus. Steigen Sie mal ab. Ich steige ab. Ich kann natürlich nicht. Muss ich mich erst wieder 3 Meter wegbewegen. So, stopp, halt. Und jetzt gehen Sie mal vor. Ich gehe vor. Und dann... Auf diesem Weg ist es einfach zu dunkel. Oh, nee. Jetzt brauche ich noch so eine scheiß Laterne oder Taschenlampe oder was. Oh, wieso malen uns dann da ein Ding rein, dass wir da hingehen sollen? Das ist doch nervig, oder? Das ist so nervig. Oh. Ja, nee, jetzt brauchen wir eine Taschenlampe. Ja, wo soll ich denn die hernehmen? Ich weiß es nicht. Wir müssen zurück ins Dorf und dann kaufen, oder was? Das kann natürlich auch sein. Das gibt es ja nicht. Ich reite jetzt mal... wo bin ich denn? Ich bin jetzt... Ah, komm, bleib stehen! Ich kann ja ihn nicht aufrufen, wenn ich... Ah, doch, kann ich. Okay. Also ich bin jetzt hier. Jetzt könnte man natürlich schnell wieder zum Dorf. Aber ja, müssen wir da wirklich hin? Ich glaube schon. Meinst du, Taschenlampen kauft man im Dorf?
Kann natürlich gut sein, ja. Ja. Na gut, dann sei es so. Ach, da vorne ist schon der Tempeleingang, okay. Gut, das ging jetzt relativ fix. Meine Güte, weil ich denke nicht, oder brauchen wir so ein Lampion hier oder sowas? Oh, irgendwie brauchen wir eine Laterne oder sowas. Ja, eine Laterne gibt es wahrscheinlich hier draußen und eine, jetzt gucken wir mal eine Taschenlampe wahrscheinlich im Dorf. Dorf rein, ob da irgendwas rumflaggert. Reden wir mal mit ihr. Und die Fete? Hast du deine Meinung geändert? Nein, aber es gibt niemals... Gibt es vielleicht hier eine Taschenlampe oder so? Wohl eher nicht, oder? Nee, da haben wir schon alles gekauft. Gut, da hinten gab es Klamottis. Klamotti, Toti. Da rechts waren wir schon, oder? Oh, geh mal links, geh mal dahinter. Oh. Weil jetzt hat ich, wegen dem Schlüssel, die hat gesagt, es sieht aus wie aus einem Antiquitätsladen. Ah, dass wir da einbrechen können und dann ist da... Irgendwie eine Lampe oder eine Taschenlampe oder sowas. Ja, und wo müssen wir hin? Links durch das Tor da, links. Links. Weiter. Weiter. Ach so, da geht's noch weiter. Das ist ja ein Tor. Ah, ich verstehe. Genau. Dann kommen wir in den nächsten Hof. Mhm. Oh, ist das hübsch. Und dann, ich glaube, das erste Brett. Das erste Brett. Okay. Oder? I-Schlüssel. Gut. Woher soll man das denn wissen, bitte? Ja, ne, das ist mir jetzt auch nur wieder eingefallen. Also, das ist ja... Ah, das ist eine Lampe. Das ist eine Lampe. Sind denn noch Statuen vielleicht? Statuen. Da stand jetzt irgendwas mit irgendwas und du hast es einfach weggeskippt. Ja, das ist eine Lampe, bla bla bla, sie gesagt, die Olle. Da ist sonst nichts mehr, oder? Mhm. Geh mal horm. Können wir da rauf? Mhm. Dann gehen wir horm. Und überall sind solche komischen Luken im Boden. Da schmeißen ihm die ganzen Leichen ins Wasser. Was ist der zweite? Wahrscheinlich ein Laden, wenn so ein Pfeil ist, ja. Ah, Zeichner von Herrn Creon. Mich nervt es, dass es da nicht mehr was Neues gibt. Ja, das stimmt. Da war noch ein China-Hinweis. Wollen wir den noch holen? Ja. Eine Figur fehlt uns ja noch. Echt? Hm, ich glaube schon. Oder es sind noch immer drei. Wir haben schon zwei gefunden. Wir haben drei gefunden. Schon drei? Ich bin mir ziemlich sicher. Ganz hinten war der. Der China-Hinweis? Ja. China in Weiß. Beenden. Lolo, und wie sehe ich den jetzt? Doch, im Zimmer war das doch. Ach, im Zimmer erst? Ja, jetzt komm, jetzt machen wir mal diese. Wieso habe ich denn eigentlich einen Ring? Ich glaube, das hat mal irgendwie der Miguel irgendwo mal versteckt gehabt, glaube ich. Ah. Ich weiß es nicht mehr, aber... Oder Esteban. Nee, Esteban ist nicht. Nein? Das war bestimmt. Aber ich will keinen Ring von Miguel, ich finde den so gruselig. Was hast du gegen Miguel? Der ist scheiße und sie verknallt sich früher bestimmt in ihn. Der ist scheiße. Weil das so, ja, der ist echt scheiße. Und das ist dann so, so, ach, oh, ja, und ich habe die ganze Zeit nicht gesehen, dass du ein viel besserer Mann bist und ich war nur in Esteban verliebt. In Esteban? Ja, aber in Wirklichkeit, Miguel, bist du der einzig wahre Mann hier. Ach, Thomas, du schaust so viele Romanzen. Ja, dafür bin ich bekannt. Reit mal gerade aus, ne? Ja, ich reit mal gerade aus. Ausnahmsweise mal reite ich mal gerade aus. Tio. So. Und jetzt hier links, ne? Oder noch nicht? Ich weiß es nicht. Nee, ist zu früh. Dann noch weiter. Wir haben noch eine Karte. Noch weiter. Nee, wir haben keine Karte. Doch. Nein! So, und da... Links. Jetzt links. So. Ah. Oh la la. Stopp! Monsieur, ja. Oh, absteigen. Madame. Madame et Monsieur. Rein jetzt. Oh. Mann, du weißt es doch. Jetzt kann ich den Weg endlich... Ich kann den Weg endlich erkunden. Blablabla. Oh. Weißt, überall kann ich nicht mit meinem scheiß Pferd rein. Und da musst du mit dem Pferd rein. Ach Gott, das ist nervig. Echt, ey. Ich kann mein Pferd nicht da alleine lassen. Oh. Ich wollte gerade sagen, wieso ist... Ah, steht Aurelia da hinten? Nein, die liegt da links. Das ist nur eine Figur. Das ist eine Figur? Wir haben doch keine drei. Ja. Aber Miguel ist nicht da. Ach doch, er sitzt. Oh Gott, die Hände. Ja, guckt, oh Gott. Nein.
Das ist so peinlich. Die kann auch nicht Miguel geil finden. Das ist so ein Freak. Ich wollte die Figur einsammeln. Ah, war es das schon wieder? Ja, das war der Story. Ja, dann, toll. Das reicht schon wieder, oder? Das ist, glaube ich, schon wieder eine Folge voll. Wir planen nochmal den nächsten Tag. Was möchtest du da machen? Erstmal. Charakteristika, Noten. Kommunikation. Cool, wir haben immer noch nicht genug Belit heute, wo ich so viel Scheiß gekauft habe. Kommunikation. Ja? Und Dressur. Dann gehe ich aber erst. Nee, Gemeinschaft, ich habe schon die Sachen gelernt, glaube ich. Also Bibliothek war ich schon. Ja, dann Dressur, Springen. Kommunikation, Dressage, Springen. Das war Pflege. Ach so. Springen. Gemeinschaftsraum oder Shops oder Querfeld ein? Machen wir Oder Gemeinschaftsraum. Gemeinschaftsraum. Weil wir brauchen ja auch noch Beliebtheit und wenn wir dann lieber haben wir dann aber alles mit voll. Mit viel kann ich dann nicht mehr sprechen mit den Leuten. Da ist nicht mehr so viel. Ja, schauen wir mal. Gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.